Hallo, hallo, ihr Lieben. Wir haben mal wieder Sonntag. Das sind die Würfel vom Mittwoch. Und ich bastle heute mit euch wieder etwas und ich hoffe, dass ich euch ein paar Tipps geben kann. Wir brauchen wie immer keine teuren Tools. Ich gebe euch immer Tipps, wie ihr das mit einfachen Mitteln alles machen könnt, damit ihr dann die tausend Sachen anschaffen müsst. Ja, wir fangen einfach sofort an. Das sind die Würfel, Freude und Jahreszeit. Das ist für mich jetzt tatsächlich Sommer. Ich möchte heute schöne sommerliche kleine Tags oder Dingeldangel-Anhänger, Seitendekorationen, wie auch immer ihr das nennen wollt, gestalten. Und das ist sowieso eine große Freude für mich, weil das macht richtig viel Spaß. Wir werden ein paar Blümchen unterbringen, die dann wieder mit dem Sommer zusammengehen. Geschriebenes wird es auch geben, auch wenn ich von Handschrift etwas zurücktreten möchte, weil meine Handschrift ist wirklich scheußlich, die will kein Mensch sehen. Und Schnipsel werden wir natürlich auch unterbringen, völlig klar, das ist ja der leichtere Part der Übung. Und wir fangen an und wir machen heute kleine Dingeldangel, kleine Tags oder kleine Anhänger fürs Dingeldangel, Anhänger für Karten. Auf jeden Fall ganz kleine Dinge machen wir heute. Schaut mal. Sowas oder sowas, vielleicht sowas oder vielleicht möchtet ihr lieber sowas. Ich hole euch ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen. Ein bisschen runter. So, jetzt haben wir es. Ja? Jetzt könnt ihr es, glaube ich, ein bisschen besser erkennen. Ja, hier haben wir so einen ganz kleinen Tag mit Flausen. Hier oben, das ist Stickgarn, was ich da oben dran gebunden habe. Der ist ganz einfach ausgestanzt. Dann habe ich ein kleines Stückchen Stoff hingeklebt. Dieses Schildchen hier aus meinem Jugendstil-Schriftset. Und dann habe ich noch so drei kleine Glassteinchen draufgeklebt. Das Kleben dieser vier Tags habe ich vollständig mit dem selbstgemachten Buchbindeleim gemacht. Also auch die Glasteile, auch der Stoff. Das machen wir heute natürlich auch. Heute arbeiten wir auch mit diesem Leim. Ja, und dann haben wir hier eben das Sommerglück. Ein bisschen Stoff drunter geklebt. Das ist eine kleine Papierblume obendrauf, ein Glitzerstein und wieder so ein Bändchen obendran. Hier habe ich einfach mal einen Tag ausgestanzt aus einem Masterboard, was ich mal zusammengeklebt habe in so Violett-Pink-Tönen. Passt jetzt wieder sehr gut zu dem aktuellen Projekt. Kleine Blüte, so ein bisschen fusseligen Netzstoff drunter und natürlich wieder einen kleinen Anhänger. Die Rückseite habe ich diesmal nicht gestaltet. Man sieht, ich habe das ausgestanzt aus so alten Kartonresten von Verpackungen zum Beispiel. Das hier war auch, glaube ich, so ein Kartonrest aus einer Verpackung und das hier ebenso. Da kamen dann irgendwelche Stempel oder Sticker oder sowas. Das ist dann immer diese Rückseite, diese stabile Rückseite. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da drin war, aber man sieht hier in diesen Aufdrucken, die teilweise noch zu sehen sind, dass es eben tatsächlich Junk ist. Hier habe ich einfach so ein bisschen Band hingeklebt. Hier ist ein kleiner Stoff unten drunter, ausgefranst, Blüte dran und ein Anhängebändchen dran. Die kann man jetzt an ein Journal dranhängen, an den Spine hinten, an den Rücken, so als Dingeldangel. Oder man hängt sie an eine Karte, man hängt sie mit einer Sicherheitsnadel an eine Journalseite, man nimmt sie als Lesezeichen, man steckt sie in eine Tasche rein. Also die Verwendbarkeit ist riesig. Und wir fangen jetzt an und machen so etwas. Und was jetzt noch sein kann, also ich habe ja einige so Stanzen, ne? Ich habe so Stanzen, hier zum Beispiel so. Da gibt es diesen Tag, das ist dieses Teil hier, was das ausstanzt. Diese beiden hier sind damit ausgestanzt. Dann habe ich, Moment, ich muss mal kurz mal meine Stanzen hier durcheinander mal suchen. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, welche mit was irgendwie ausgestanzt ist. Keine Ahnung. Hier ist der kleine Tag, genau, das ist, glaube ich, dieser hier gewesen. Dann gibt es so einen großen. Das ist dann der. Also es gibt ja die verschiedensten Variationen. Das haben wir hier, der ist dann so ein klein. Man kann auch so Schilder machen, sowas geht auch. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. So, und jetzt sagt ihr vielleicht, hey, ja, aber das ist schön und gut. Stanzen gibt es inzwischen auch ganz billig beim Action. Die kosten nicht mehr viel. Aber, ich habe keine Stanzmaschine. Ich habe gar keine Stanzmaschine. Was soll ich machen?
Ja, Leute, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich sag's euch, es ist nicht so schwierig. Ihr könnt mit diesen Stanzen, könnt ihr auch ohne Stanzmaschine was ausstanzen. Hört sich komisch an, ja, verstehe ich, aber so komisch ist das eigentlich gar nicht. Ich zeig's euch jetzt mit einer von den kleineren Stanzen. Weil normalerweise mache ich das natürlich nicht so, weil ich eben eine Stanzmaschine habe. Aber wie gesagt, wenn ihr keine habt und kauft euch dann für 99 Cent beim Action so ein Stanzenset, dann könnt ihr das verwenden. Ihr könnt das verwenden und ihr braucht auch gar nicht viel dafür. Ich zeige euch das sofort anhand eines Musters. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das oder nehmen wir das? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Nehmen wir einfach das hier. Ja? Wir nehmen einfach das hier als Muster und ich zeige euch, wie man ausstanzt ohne Stanzmaschine. Total einfach. Ihr nehmt ein Stück Karton, darf nicht zu dick sein. Also nehmt so einen Kartenkarton vielleicht mit 200 Gramm, 180, 200 Gramm, nicht dicker. Also nicht so was super dickes. Ihr seht schon, es ist nicht so super dick, aber es ist stabil. Und das brauchen wir. Und wir brauchen ein Stück Washi-Tape oder ein Klebeband, was nicht sehr gut klebt. Okay? Ihr müsst jetzt Folgendes bedenken. Dieses Teil klebt jetzt auf die Vorderseite der Karte, also auf die gute, auf die schöne Seite wird das jetzt fixiert. Weil die Rückseite der Karte, die nicht die schöne Seite ist, die wird ein klein wenig von uns malträtiert werden. Das werdet ihr gleich sehen. Also wir nehmen mal an, das wäre die schöne Seite, die Vorderseite, vielleicht die Seite, die ein Motiv drauf hat. Und da möchte ich jetzt etwas ausstanzen. Und ich klebe mir einfach meine Stanze mit einem Stückchen Washi-Tape, was ich noch ein bisschen abmildern werde, gerade auf meinem Rock hier, damit es nicht ganz so stark klebt. Jetzt ein paar Fusseln dran hat. Das klebe ich jetzt hier drauf. So. Genau. Dann haben wir das da fixiert. Ich nehme jetzt ein Washi-Tape mit einem Muster, was ich niemals verwende, weil das wird nachher weggeworfen. Das ist dann tatsächlich Müll hinterher. So, und jetzt drehen wir das Ganze um auf die andere Seite. So. Und hier kann man jetzt noch fühlen, wo diese Stanze ist. Jetzt brauche ich etwas Rundes aus Metall, einen Löffel oder eine Gabel, die so eine gewölbte Stelle hat. Ich habe jetzt hier so eine komische Mini-Kuchengabel genommen aus der Küche einfach. Die hat hier so einen gewölbten Teil, der ganz glatt ist. Und das ist ideal, um jetzt auszustanzen. Und das geht jetzt ganz einfach. Ihr fahrt jetzt einfach dort, wo ihr fühlt, dass da die Stanze ist, fahrt ihr jetzt einfach drüber mit leichtem Druck. Nicht stark drücken, nur leicht. Und ihr spürt ja ganz genau, wo die Stanze ist. Und da fahrt ihr drüber. Erstmal so, dass ihr sehen könnt, wo ist das Teil überhaupt. Und ihr wollt ja auch diese kleinen Stiche und Punkte, die da so am Rand sind, die aussehen wie eine Naht, die wollt ihr ja auch sehen. Die sind auf diesem Teil hier auch. Und die wollen wir ja sehen. Genau, ich fahre jetzt erstmal nur kräftig da rum. Also nicht zu kräftig, aber doch mit Druck fahre ich rundherum, sodass ich jetzt sehe. Was ich jetzt sehen kann hier, könnt ihr erkennen, dass man jetzt diese Form von dem, die Form sieht man jetzt. Genau, und das machen wir jetzt einfach weiter. Wir fahren jetzt einfach weiter mit leichtem Druck an dieser Kante entlang. Nicht zu fest, aber immer so ein bisschen drücken. Und das macht ihr jetzt einfach eine ganze Weile, bis ihr plötzlich bemerkt, dass da das Metall rauskommt. Das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, könnt ihr dann diese Gabel leicht verkanten oder wenn ihr einen Löffel habt, dann kantet ihr eben den Löffel ganz leicht. Aber erst zum Ende unserer Anpressaktion hin. Da merke ich jetzt schon, dass da das Metall durchkommt, da wird es scharf. Das ist jetzt ja nichts anderes wie die Stanzmaschine macht, ne? Die drückt so lange etwas da drauf oder so fest etwas auf die Stanze von der anderen Seite, dass eben das Papier durchtrennt wird. So, und jetzt kommen wir nämlich auch schon an den Stand, wo es tatsächlich durchtrennt wird. Hier sieht man jetzt schon, da zum Beispiel, da trennt es sich schon. Seht ihr das? Da trennt sich schon das Papier und löst sich da schon auf. Und das mache ich jetzt einfach noch weiter, bis alle Ecken sich gelöst haben. Der Vorgang ist natürlich ein bisschen langwieriger als mit einer Stanzmaschine. Das ist mir schon völlig klar. Das dauert länger. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel billiger. So, jetzt ist es überall gelöst.
Jetzt kann ich hergehen und das Washi-Tape wieder runterziehen. So, und ich habe ein perfektes Teil ausgestanzt. Ganz ohne Stanzmaschine, nur mit dem Stanzenwerkzeug und einem Tool hier, einer Gabel, einem Löffel, was auch immer ihr da verwenden möchtet. Ist doch super, oder? Also so könnt ihr auch mit günstigen Stanzen vom Action euch die Tags ausstanzen. Und wenn ihr natürlich jetzt überhaupt keine Stanzformen habt, ja, ihr habt weder eine Stanzmaschine noch Stanzformen, dann könnt ihr das natürlich auch einfach mit der Schere ausschneiden, ist ja auch klar. Ne? Ihr malt euch vielleicht einfach eine Form auf mit einem Bleistift. Nehmen wir mal an, wir wollen wieder was Rundes haben. Das soll hier oben aber ein bisschen so spitziger sein. Dann runter wieder. Und dann möchte ich hier unten möchte ich drei Zacken haben. Das könnte ja mal sein, ne? Könnte meine Idee sein. Meine Idee für einen Tag. So, dann gehe ich einfach her. Schneide mir das Teil aus, was ich da aufgemalt habe. So, und schon haben wir einen ganz eigenen selbstgestalteten Tag. Da machen wir dann noch ein Loch rein, damit er auch wirklich wie ein Tag aussieht. Moment, das machen wir jetzt auch gleich. Eine Sekunde. Wir stanzen uns da noch ein Loch rein. So. Genau. Sieht da vielleicht noch ein bisschen komisch aus hier oben, dieses spitze Ding. Das können wir ja noch ein bisschen korrigieren. So, da haben wir einen Tag. Fertig. Also diese Variationen gibt es jetzt natürlich. Aber wie gesagt, die schönere Form haltet ihr natürlich mit so einer Stanze, auch wenn ihr keine Stanzmaschine habt. Ihr müsst nur darauf achten, dass das Papier nicht zu dick ist. Das ist wichtig. Und wenn ihr dann drüber fahrt mit diesem Löffel, dann solltet ihr, sobald das Metall sichtbar wird, nicht mehr so viel Druck ausüben, weil ansonsten wird die Stanze natürlich zusammengepresst hier oben, dann ist das hier nicht mehr scharf. Dann ist diese Stanzkante, die da ist, diese Stanzlinie nicht mehr scharf oben und dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Also da müsst ihr einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und dann klappt das auch. Und genau, und dann kann man die Sachen auch ganz einfach dekorieren. Ich habe ja schon mal ein paar Tags hier vorbereitet, die habe ich verschieden ausgestanzt, also auf verschiedene Art und Weise, sagen wir so, aus verschiedenen Materialien. Da können wir jetzt ein bisschen mit arbeiten, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was wir damit anstellen können. So, und jetzt suche ich für alle diese fünf Teile mir zuerst mal einen Untergrund aus. Entweder einen kleinen Stoff, wie bei den oberen hier, ein kleines Stück Stoff, oder einen Papierschnipsel. Ich hole da jetzt erstmal meine Schnipselbox raus und schaue mal, ob ich da etwas finde, was gut passen könnte. Ach ja, und hier fehlt noch ein Loch. Da muss ich noch ein Loch stanzen. Das mache ich dann auch mal gleich. Ich werde die jetzt aufkleben und zwar mit dem Buchbindeleim, den wir selbst hergestellt haben. In einem der letzten Videos. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Ich habe immer noch eine ganze Schüssel voll, also eine ganze Schüssel, ein ganzes Glas voll. Ich habe es einmal, ich habe ihn einmal über Nacht offen stehen lassen, weil er mal ein klein wenig
zu dünn war. Und jetzt hat er für mich, also für mich, für meinen Geschmack genau die richtige Konsistenz. Wenn er für euch immer noch zu dünn ist zum Beispiel, lasst ihr ihn einfach nochmal eine Nacht offen stehen oder lasst ihn den ganzen Tag offen stehen. Also vielleicht nicht nur 12 Stunden, sondern 24 Stunden. Und ja, dann trocknet er ein bisschen auf. Was er trocknet auf? Also er verliert an Feuchtigkeit. So. Also trocknen wird er nicht, aber er verliert Feuchtigkeit. So. Und jetzt kleben wir die ganzen Sachen hier mal hübsch auf, so wie sie uns in die Finger fallen. Ich weiß auch nicht genau, ob das gut hält mit diesem Leim. Anscheinend nicht. Das ist nämlich so ein Kunststoffgewebe und das ist ja nicht unbedingt das, was von einem Papier- und Holzleim gut geklebt wird. Vielleicht muss man aber auch einfach nur ein bisschen warten. Kann auch sein. So, jetzt schauen wir mal. Das hat jetzt tatsächlich geklebt. Also, ja, das klebt jetzt. In der Tat. Ich habe allerdings durch die Klammern, die ich da drauf gesetzt habe, habe ich leider hinten solche Eindrücke produziert. Auf der Rückseite, seht ihr das? Das ist jetzt von den Klammern gekommen, die ich verwendet habe. Das waren ja diese relativ starken Klammern, die haben solche Rillen innen. Also das dann bitte am besten nicht dafür verwenden, weil das macht tatsächlich Abdrücke in dem Karton, aber es klebt. Und das war ja das, was wir wissen wollten. Es klebt tatsächlich. Ach ja, zum Thema Buchbinderleim. Da haben mich einige gefragt, was das für ein Rezept ist und wo das herkommt. Das ist quasi das moderne Rezept für Buchbinderleim. In früheren Jahrhunderten wurde Buchbinderleim aus Glutin, glaube ich, aus Glutin gemacht. Der hieß Knochenleim und wurde tatsächlich auch aus Knochen ausgekocht. Das ist natürlich etwas, was ich heute ungern noch machen möchte. Knochenleim wird heutzutage noch verwendet, nicht mehr in der Buchbinderei, aber es wird noch verwendet im Instrumentenbau, im Musikinstrumentenbau. Da macht man zum Beispiel, verklebt man da bei Geigen oder Gitarren die einzelnen Teile miteinander. Das wird heute immer noch mit Knochenleim gemacht, weil der glashart trocknet, also wie Glas so hart wird und so stabil wird und so fest und weil er sich durch Wärme wieder auflösen lässt. Also wenn man den dann erhitzt, wieder den Gegenstand, dann löst sich dieser Leim wieder oder das ist wichtig für Reparaturen im Instrumentenbau. Für uns ist das jetzt nicht wirklich wichtig. Dieser Buchbinderleim, der mit Kleister und Weißleim zusammengerührt wird, wird auch ziemlich hart. Also wenn ihr bewegliche Teile damit kleben wollt, die auch beweglich bleiben sollen, das wird nicht funktionieren. Wenn ihr aber etwas kleben wollt, was richtig, richtig stabil ist und lange Zeit hält, dann ist der super optimal. Also Papier, Pappe, Holz, also alles, was irgendwie holzhaltig ist, was Papier ist und was Pappe ist, klebt der einfach super fantastisch. Man sieht es bei diesen Dingern hier, dass da, wo geklebt ist, also ihr könnt das jetzt nicht anfassen, wenn ihr es anfassen könntet, würdet ihr merken, dass da, wo der Kleber ist, das Ganze richtig, richtig fest und stabil ist.
Also wenn man jetzt auch einen Karton zum Beispiel vollflächig einstreichen würde und dann trocknen lassen würde, könnte es durchaus sein, dass der komplett stabil wird. Das habe ich noch nicht ausprobiert, wäre aber durchaus noch ein interessanter Test. So, und jetzt versuche ich tatsächlich noch das eine zu machen, nämlich die Rückseite komplett mit Buchbindeleim einzustreichen und zu schauen, ob das wirklich fest und stabil wird. Okay, dann lassen wir das jetzt einfach trocknen und werden in der Zwischenzeit hier unsere Bändchen dran machen. Da haben wir ja 4 Stück. Ich habe hier Stickgarn in verschiedenen Farben. Vier Stück schon mal fertig von unseren Mini-Mini-Tags. Schau mal, wie groß die anderen im Vergleich dazu sind, die ich vorher euch gezeigt habe. Die sahen auch klein aus, aber die sind richtig groß im Verhältnis zu diesen Mini-Mini-Teilen hier. Ja? Und die sind doch total niedlich, die kleinen Teile. Ich finde die super niedlich. So, und jetzt schauen wir uns noch das letzte an. Das ist noch nicht trocken. Ich werde das ein bisschen föhnen, damit das schneller geht. Ja? Ihr wisst Bescheid. So. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also viel dicker ist es natürlich nicht geworden, aber es ist komplett matt wieder aufgetrocknet. Also es glänzt kein bisschen. Also wenn ihr den Kleber verwendet und den zum Beispiel einfach oben drüber layert, der trocknet komplett matt wieder auf. Es ist also kein bisschen glänzend geworden. Entschuldigung. Ja, das finde ich doch alles ganz süß. Und jetzt habe ich noch eine Sache, und zwar möchte ich auf die Rückseite jeweils, so, da habe ich noch kein Bandsel dran, da muss noch ein Bändchen hin. Das machen wir jetzt noch. Okay, was wir jetzt noch nicht haben, ist was Geschriebenes. Gell? Was Geschriebenes fehlt noch, das machen wir jetzt zum Schluss noch dran. Das Geschriebene kommt gleich. Moment. Das werden wir jetzt gleich mal rausfeatschen. Featschen und funschen, das Geschriebene. Sekunde, das kommt jetzt. So, und zwar haben wir hier unsere ganzen kleinen Worte. Worte und, ja, solche Dinge, Sprüche, Worte und Sprüche. Die werde ich jetzt noch drauf machen. Thank you.
arbeiten. Hier ist ja noch relativ viel Platz neben dem Wort. Da werde ich noch was aufkleben. Bei den beiden, also bei denen hier ist kein Platz mehr. Die bleiben dann, denke ich, eher so, wie sie sind jetzt. Da könnte man maximal da oben noch ein Blümchen aufkleben, aber muss jetzt auch nicht sein. Aber hier würde ich jetzt, glaube ich, schon noch ganz gerne was aufkleben, damit die auch von der Rückseite so richtig schön sind. Kleine Tags oder Dingeldangel Embellishments gemacht. Wir haben ausgestanzt diesen hier von Hand ohne Stanzmaschine. Wenn das keine Freude ist, die Jahreszeit ist Sommer, wie jetzt immer noch die ganze Zeit ist. Es gibt etwas Geschriebenes, hier sind überall Worte drauf und es gibt Schnipsel, nämlich auf der anderen Seite der Tags, der Vorderseite, sind überall Schnipsel drauf. Papierschnipsel, hier ist ein Schnipsel, hier sind sogar zwei Schnipsel, hier ist ein Schnipsel und hier sind auch zwei Schnipsel drauf. Also es ist alles erfüllt, würde ich sagen. Und insofern denke ich, ja, Challenge erfüllt. Naja, was war ja keine Challenge? Prompts erfüllt, sagen wir so. Ich bin gespannt, was ihr alles Schönes aus diesen Prompts gestaltet habt. Ich freue mich auf eure Ergebnisse. Postet sie irgendwo auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, wenn ihr einen Kanal habt. Ich freue mich zu schauen, was ihr gemacht habt. Postet immer mit dem Hashtag Würfelweekend, damit ich euch auch finden kann. Ihr könnt mir das Ergebnis auch per E-Mail senden, als Foto, wenn ihr keinen eigenen Social-Media-Kanal in irgendeiner Weise habt. Das schaue ich mir auch gerne an. Einige von euch machen das schon. Also wie gesagt, das ist völlig in Ordnung, das so zu tun. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr junkelt euch auch was Schönes an diesem Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!